Servus zusammen. Heute gibt es ein Reign of Chaos Update Video mit Tipps und Tricks. Heute habe ich jemand aus meiner Allianz dabei, den Sultan. Hallo Sultan. Hi. Und zwar zeige ich euch oder zeigen wir euch heute so unsere Tipps und Tricks, was man über die ganzen Seasons gelernt hat oder das Wissen und teilen das ein bisschen mit euch. Ich zeige euch. Beginnen wir am besten mal mit den Fähigkeiten und beziehungsweise mit den Spezialisierungen. Vorab würde ich mal kurz Folgendes sagen. Ihr bekommt ja zu jeder Season einen Reset-Button. Den halt sorgfältig nutzen, um eure Fähigkeiten, die ihr hier erlernt, zurückzusetzen. Falls ihr kein Geld investiert, ist das Video jetzt am Anfang für euch uninteressant. Ich werde das Video auch später nochmal in Kapitel unterteilen. Dann werde ich euch zeigen, was man alles machen kann, wenn man Geld investiert, beziehungsweise halt öfters diese Reset-Knöpfe, beziehungsweise diese Gutscheine bekommt, diese Coins da dafür. Und ansonsten gibt es noch normale Tipps und Tricks, die man auch ohne Geld verwirklichen kann. Fangen wir am besten mal mit den Fähigkeiten an. Zu Beginn haben wir beide uns eigentlich festgelegt gehabt auf die Fähigkeiten, um mehr Loyalität zu bekommen. Loyalität, wenn ihr in Season 3 seid, beziehungsweise Rock schon mal gespielt habt, wisst ihr ja, dass wenn ihr Kacheln einnehmt, nehmen wir mal gerade eine 14er, wenn ihr hier eine 14er Kachel einnehmt, ist ja die Loyalität genannt Wahnsinn der Rebellen im Deutschen mit 6.400. Aktuell ist meine Loyalität bei 5.600. Pro Gebäude-Upgrade bekommt ihr ja 100 dazu. Das heißt, ich müsste jetzt hier 8 Gebäude upgraden, um diese Kachel ab einzunehmen. Man kann das natürlich alles ein bisschen beschleunigen und zwar mit den Fähigkeiten hier nach rechts. Da bekommt ihr 75 Loyalität pro Banderole, nenne ich das jetzt einfach mal. Thomas, du hast das vorhin mal ausgerechnet, wie viel das insgesamt gibt. Genau, da hast du dann quasi, wenn du 4 Alliiertengebäude hast, also bei jedem AC1, dann kriegst du 300 pro Alliiertengebäude, macht insgesamt 1200. Genau, also Alliiertengebäude sind ja diese einzelnen, die an den Koordinaten stehen, also diese 4 Stück. Da habe ich aktuell eines auf 20, eins auf 15, eins auf 11 und eins auf 10. Da bin ich ein bisschen wahrscheinlich hinten dran, da wird Thomas weiter sein. Diese Fähigkeit bringt halt euch enorm viel Loyalität, ohne die Gebäude hochzuleveln. Die sind einfach on top, ja, egal welches Level das Gebäude hat. Das wird einfach on top summiert und dadurch könnt ihr dann relativ schnell hohe Kacheln einnehmen. Wichtig oder sinnvoll ist es nur zu machen, wenn ihr auch wirklich gleich am Anfang alle 4 ACs stellt. Es gibt Allianzen, die spielen mit dem Gedanken, die letzten 2 Allianzgebäude nicht gleichzusetzen, auf der Hoffnung, mit den Punkten nicht zu steigen und dadurch wiederum leichtere Gegner zu bekommen. Ist eine Idee, geht aber meistens über lange Sicht, ist eher ein Nachteil, weil man halt in den Punkten recht weit hinten dran liegt und jetzt auch in unserem Fall dann der mittlere Kern um das AC, um die Karte hier rum, Moment, hier außen rum, meistens alles schon belegt ist. Also hier, man sieht die ganzen Kacheln, die sind alle schon belegt. Das war relativ schnell und ja, da sind wir zu spät sozusagen gekommen, weil das halt eine Allianzentscheidung war. Ich persönlich empfehle es nicht. Also wenn alle 4 ACs gleich gebaut sind, haut hier eure Fähigkeiten nach rechts. Und jetzt bin ich komplett falsch hier, nach rechts und meines Erachtens auch nach links, also verteilt sie so gut wie möglich. Versucht so viel Punkte, Spezialisierungspunkte wie möglich auch zu sammeln. Die werdet ihr auch später in Eden brauchen. Ganz wichtig, habe ich heute extra nochmal abgeklärt. Danke, geht raus an den Paul. So, dann werden wir mal, was das blaue Gebäude in erster Vielleicht noch Linie. kurz der linke Ast da. Ja, genau, der linke Ast. Der ist sehr, sehr essentiell, weil ihr damit diese Slots in den Werkstätten freischalten könnt. Also da eigentlich, wenn ihr immer irgendwelche Punkte übrig habt, immer da nach links leveln, damit ihr diese Slots habt. Damit seid ihr viel schneller
um die Ressourcen umzuwandeln und danach wieder die Gebäude halt abzugraden. Genau, das hatte ich bis vor einer Woche hatte ich das so. Und zwar seht ihr das dann hier unter Produktion. Da werden hier diese einzelnen Reiter freigeschaltet und ihr könnt mehr Ressourcen in kürzer Zeit oder mehr Ressourcen zur gleichen Zeit verwerten und habt dadurch halt einen Mehrgewinn an relativ schnellen Ressourcen, könnt dadurch wiederum die Gebäude schneller hochleveln. Absolut wichtig bzw. essentiell in dieser ganzen Geschichte. Wenn ihr diese Punkte habt, also ich würde jetzt mal sagen, wenn ihr kostenlos das spielen wollt, dann setzt ihr die Punkte hier. Und wenn ihr dann irgendwann fertig seid mit einem gewissen Level oder halt einfach nichts mehr weitergeht, dann resettet es einmal und setzt eure Punkte hier runter, dass ihr die Sturmburgen bekommt. Das habe ich schon gemacht. Wenn ihr die Sturmburgen gesetzt habt, also was beinhaltet dieser Zweig? Ihr bekommt da zusätzlich drei Sturmburgen und drei Verteidigungsburgen. Und zwar Burg der Verteidigung habe ich jetzt hier viermal insgesamt. Einmal ist normal. Genauso auch bei der Sturmburg. Einmal ist normal und zusätzlich drei. Die setzt ihr dann zusätzlich an jedes AC. Also man sieht es auch an den Koordinaten. Die sind immer weiter rein in die Mitte. Zusätzlich, die könnt ihr dann auch nochmal leveln und die geben euch, Moment, ich zeige es in der Übersicht, die geben euch, wenn man hier liest, ach ne, halt, das liest man in den Ehrengebäuden so, genau, dann gehen wir mal hin. Und zwar Ehrengebäude Sturmburg Ansicht, ihr bekommt 35 mehr Angriff, das habe ich schon mal in dem Video erzählt, das kann hochgehen bis 100 Truppenangriff. Bei vier Gebäuden 400 plus Attack ist halt schon eine ordentliche Hausnummer. Da könnt ihr auch mit ganz normal T7, T8 Einheiten ordentlich Schaden machen. Oder euch verteidigen, wenn ihr angegriffen werdet und euch auf eine Kachel setzt, wird dieser Bonus aktiviert. Wichtige Information, und das ist, finde ich, ein Game Changer, wenn ihr jetzt wieder Geld investiert und beziehungsweise wenn ihr einen Reset-Knopf habt und den einsetzt, und blau sozusagen zurückgesetzt wird, bleiben die Sturmburgen und die Verteidigungsburgen. Das heißt, ihr habt sie gesehen, ich habe die, obwohl die hier nicht freigeschaltet sind, weil die bleiben. Das ist ein absoluter Gamechanger meines Erachtens. Weiß jetzt nicht, wie du das siehst, Thomas, aber ich finde, das ist absolutes, ja, Ja, eine das sehe ich Über. genauso. Also wenn du genügend Reset-Buttons hast, dann unbedingt das machen. Also Und definitiv. ja. Und dann haben wir unter den, dann kommen wir jetzt schon gleich zu dem nächsten Thema. Also mit Rot habe ich mich immer noch nicht wirklich befasst. Also ihr kriegt da mehr Angriff für spezielle Einheiten, also Legionen mit Infanterie, Ritter, Verteidigungsbonus und so weiter. Ich sehe es aber immer gern allgemein und irgendwo einen Mehrwert und nur auf einzelne Einheiten sich spezialisieren mit dem Roten finde ich jetzt nicht so gut. Es gibt natürlich eine super Fähigkeit, die gehe ich ganz kurz nur drauf ein. Das wäre die hier unten. Ihr könnt. Ah, hier ist es, Entschuldigung, unsichtbar. Ihr könntet auf der Karte agieren, ohne dass es die Gegner sehen. Könntet da Wege machen, etc. Ihr seid da halt, wie gesagt, 20 Minuten lang unsichtbar und könnt da ein bisschen agieren und Terror machen. Ist eine Möglichkeit. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Werde ich mal schauen, ob ich noch da irgendwann mal dazukomme. Aktuell sind wir beide der Meinung, Thomas und ich, gerade jetzt in diesem Fall, weil wir die hohen Kacheln nicht bekommen haben in der Mitte, haben wir uns für Grün entschieden. Für Grün wird später auch in Eden sehr interessant werden, komme ich aber irgendwann mal noch dazu. Ich bin jetzt hier den rechten unteren Weg gegangen, aus dem folgenden Grund. Ich kann meine eigenen Kacheln, die ich eingenommen habe, upgraden. Das bedeutet, und das zeige ich euch jetzt hier auch mal kurz im Video, ich habe extra mir heute eins aufgespart. Ich gehe jetzt hier auf eine. Nehmen wir mal eine 10er Kachel hier, gehe auf Strategie, gehe auf Landentwicklung, die Fähigkeiten habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, klickt dann drauf und schicke jetzt eine Legion, die Landkachel auf 11 abzugraden, geht eine Stunde, kann ich am Tag fünfmal machen. So, jetzt wähle ich eine Truppe aus, die läuft jetzt los, setzt sich auf die Kachel. Und gradet jetzt eine Stunde ab, verlässt die Kachel und ich habe eine 11er Kachel, somit mehr Ressourcen. So kann ich mir meine Kacheln, die ich eh schon beleg, nachziehen sozusagen. Geht jetzt wie gesagt eine Stunde, der Counter sitzt drauf. Was es noch Schönes gibt, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich eine 50er Einheit habe.
Leider war das genau die, wo ich es losgeschickt habe. Das dauert also noch. Mittlerweile habe ich auch freigeschaltet, dass ich meine Helden trainieren kann. Spezielles Training. Da kann ich dann fünfmal auswählen, bekomme dann 56.000 Ehre und bekomme für meine drei Helden, die in der Einheit sind, jeweils 170.000 XP. Das geht. Ich weiß gar nicht, ob jetzt das die Auswahl kommt. Man sieht es aber hier unten, kostet mich hier einmal, ja, und kostet mich 50 Stamina. Das ist enorm viel, bekomme aber alle drei Helden mit enorm viel XP abgegradet. Wenn ich aber dieses einmal nutze, dann habe ich nur noch 199 und für jedes Feld, das ihr upgradet, braucht ihr 200. Also ihr solltet es nicht am gleichen Tag machen, weil sonst ist definitiv eure Stamina diesbezüglich weg. Beziehungsweise diese Ausdauer, um die Kacheln hochzuleveln. Gehen wir nochmal kurz auf den grünen Zweig ein, bevor es mal da zu weit abschweifen. Aktuell habe ich hier die Marschgeschwindigkeit erhöht dadurch. Das war mir jetzt nochmal wichtig, dass einfach meine Einheiten schneller sind im Rock, was auch immer wieder ausschlaggebend ist für Fights. Ich bin hier von 1 von 4. Ich kann das natürlich noch höher machen, ja, die Landentwicklung, dass es dann irgendwann bis Level 14 geht. Aktuell geht es nur bis Level 13 mit dieser Fähigkeit. Genau, und da bringt es jetzt beispielsweise nichts, wenn er da hochgeht, aber noch keine Level 14er Kachel besetzt hat. Also ihr müsst immer eine zumindest von dem Maximallevel besetzt haben. Sprich, du kannst jetzt vermutlich das höchste, was du selbst besetzt hast, ist eine 13er, nehme ich an. Ne, eine Zwölfer. Genau, das wollte ich nämlich Eine jetzt dann 12er. gleich mit einklinken. Ich habe hier oben Zwölfer liegen. Die könnte ich upgraden. Da kommt aber dann auch die Meldung, wenn ich losmarschiere, dass ich die aktuell noch nicht einnehmen kann. Und zwar liegt es daran, ich kann 13er einnehmen. Ich habe bis jetzt aber noch keine. Ich zeige es euch mal, wenn wir hier irgendwo eine 13er kurz auf die Schnelle sehen. Hier, ich kann die schon einnehmen, habe aber bis jetzt noch keine eingenommen. Tatsächlich noch keine gefunden. Habe ich auch noch keine Zeit dazu gehabt. Muss ich dann mal. Vielleicht mit dem Thomas nachher eine mal kurz dealen, damit ich die Fähigkeit aktiviert habe, 13 einzunehmen. Und dann kann ich mir sie selbst hochziehen. Sorry, Thomas, gerade weiter. Genau, das war das. Unbedingt darauf achten, dass ihr da eine eingeholt habt. Sonst bringt euch dieser Spezialisierungspunkt ein und er bringt euch da unten dann nichts. Genau. Noch kurz eine kleine Info. Ich habe auch hier links unten. Genau, da haben wir heute, der Thomas und ich, drüber geredet. Es gibt noch die Möglichkeit, den Ehrenwert zu erhöhen mit diesem linken Pfeil. Also wenn man, also ich bin jetzt hier hochgegangen, um diese Heldenerfahrung bei Landschlacht zu erhöhen, ja, diese Kampferfahrung. Das dachte ich einfach mal, ich probiere es aus. Das war einfach auch für euch, um das zu zeigen, dass ich dieser XP-Boost, den man da macht auf diesem Angriff auf der Kachel, das aktiviert man damit. Und links runter, wie gesagt, den Ehrenwert. Vielleicht kann der Thomas da ein bisschen noch mal was dazu sagen. Ja, ich habe das selbst auch noch so noch nie genutzt, aber soweit ich es verstanden habe, wenn du beispielsweise einen Haufen Gebäude platziert hast bei den AZs und die möchtest du dann allesamt mal hochleveln, dann kannst du da die Spezialisierungspunkte setzen und du erhältst insgesamt mehr Ehre. Mehr Ehre heißt mehr Spezialisierungspunkte. Und das ist schlussendlich dann das A und O, dass du möglichst viele Spezialisierungspunkte bekommst. Aber ist halt auch nur eine Variante, wenn du öfters resetten kannst, deine Spezialisierungspunkte. Richtig, Die da genau. dann sitzen zu halten, das bringt ja dann während des Spiels überhaupt nichts. Nee. Das haben wir, also ich habe es mal vorhin versucht zu verstehen. Gerne, wenn jemand da ein bisschen mehr Ahnung hat, dann später in den Kommentaren mal was dazu schreiben. Das hilft wieder, wie gesagt, allen weiter und ich werde es dann auch im nächsten Video nachtragen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier 1,5 Millionen Ehre für das Gebäude. Wenn ich es richtig verstanden habe, würde die Ehre sich hier um 3% erhöhen. Bis zu 9% von den aktuellen Gebäuden, die man da hat. Und das kann man dreimal machen. Also 27% Erhöhung für nur den mittleren Pfad. Wir haben oben die Kosten zu reduzieren und unten haben wir das Baumaterial weniger gebraucht wird. Also eigentlich ist das fast das gleiche
Genau, hier steht es ja dran, einmal ohne Baumaterial und hier mit Baumaterial. Ihr habt ja auch nochmal die Grundressourcen. Also einmal die gesplitteten Materialien sind die Baumaterialien und die normalen Materialien sind die Ressourcen, die ihr so über die ganze Zeit eh sammelt. Wasser, Food, Holz, Steine. Und dann gibt es auch den Massivbau, wo man nochmal einen Booster setzen kann, der 2 Stunden 50% bringt. Plus zusätzlich hier nochmal die Möglichkeit, den Ehrenwert zu erhöhen, nochmal 9%, dann sind wir schon bei 36. Und auch hier gibt es nochmal für den ganzen Tag genau das Gesamtlevel aller Gebäude wird dann nochmal um einen Tag, kann man aber nur einmal am Tag verwenden, so rum war es genau. Aber was genau, wie viel Prozent steht da leider auch nicht dabei. Ich habe es mal versucht zu recherchieren. Bin aber auch nicht wirklich weiter oder da gekommen. Es gibt viele Anleitungen, wo das immer empfohlen wird, auch da nach links und rechts runter. Vor allem für Eden wird das enorm wichtig sein. Also das nochmal im Hinterkopf behalten. Der grüne Pfeil nach unten links und dann nach links und rechts in der Kurve ist für Eden enorm wichtig, wurde mir jetzt schon öfters gesagt. Ja, dann hätten wir das eigentlich, was die Spezialitäten angeht, also diese Punkte, die man hier setzen kann. Jetzt vielleicht die Tipps und Tricks, wie man das relativ schnell bekommt. Da würde ich jetzt einfach mal los erzählen und Thomas, du korrigierst mich oder fügst einfach noch was hinzu. Und zwar, ihr bekommt ja hier unten eure Tagesaufgaben, die sind bekannt, die Hauptaufgaben vom Spiel. Und die für Kampf des Chaoses. Hier gibt es so Sachen wie die Gebäude auf Level 11. Dann bekommt ihr halt, da habe ich jetzt falsch geklickt. Entschuldigung, so, wenn man draufklickt, dann kommt es ja einfach schon. Dann bekommt ihr 26 mal 10.000 Ehre. Hier gibt es 52 mal 10.000. Hier gibt es dann noch zusätzlich einen Expansionsplan, der euch eine Kachel mehr einnehmen lässt. Dann gibt es feindliches Land 20 Mal besetzen. So, jetzt kommen wir zu den Tricks. Feindliches Land bedeutet auch, wenn ihr jetzt hergehen würdet, machen wir es gerade mal, und boah, wie finde ich das jetzt am schnellsten oder am schlauesten? Das war Amor. Weiter links. Weiter links. Ich tue mich so schwer mit der Wo, Orientierung. geh, Doch. geh mal. Ich glaube, das ist hoch, ne? Ja, ich glaube, wir kommen gleich der Sache näher. Ja, da war es unten links raus. Ja, genau, oder? Ne, Stili. Ne, unten links, unten. Das Ja, sind wir. stimmt. Das sind wir, genau. Und zwar ist das hier unsere Farm, die hier aufgebaut ist. Um uns zu schützen bzw. zu blocken. Und wir haben hier noch Kacheln sitzen. Und zwar, um das zu demonstrieren, brauchen wir es nicht. Wir wissen, dass es funktioniert. Ihr könnt jetzt hierher gehen und feindliche Kacheln angreifen. Zum Beispiel jetzt hier vom Ork die Kachel angreifen von der eigenen Allianz bzw. von der Farm. Ja, eigene Allianz, dann wäre es blau. Die könnt ihr angreifen, die setzen die wieder und ihr greift die immer wieder an. Kostet euch aber, ich zeige es euch. Warum kostet es jetzt nur 10? Letztes Mal hat es doch 20 gekostet. Stopp. Aber letztes Mal hat es 20 Nee, gekostet. das Gebäude anzugreifen hat Ach, das 20, meine ich, Gebäude. oder? Entschuldigung, genau. Kacheln kosten immer 10. Genau, die Kacheln könnt ihr jetzt angreifen. Und dann bekommt er für 10 Stamina, wie auch im normalen Krieg. Und dann geht dieser Counter hoch. Ja? Da müsst ihr nicht extra irgendwo auf einen Krieg oder sowas warten. Das könnt ihr zwischen der Zeit machen. Feindliches Land 20 mal besetzen. Danach bekommt ihr 65 mal 10.000. Was enorm viel ist, meines Erachtens, für 20 Kacheln angreifen, die ihr Genau, euch. diese Quests werden ja dann immer mehr. Also ich glaube, zu Beginn von Rogue ist es irgendwie einmal feindliches Land besetzen, dann dreimal, dann fünfmal, dann Genau. zehnmal. Und du Diese siehst jetzt halt schon Counter bei gehen hoch. 20 Mal. Richtig, ganz genau. Genau. Ja, das sollte jetzt mittlerweile auch schon für jeden dann klar sein. Diese Counter, also diese Aufgaben werden immer stärker. Man sieht es irgendwo, glaube ich, auch. Ja, gut, jetzt nicht mehr. Hier muss ich schon 100 annehmen. Am Anfang waren es 10, dann 20, dann 50, glaube ich, und jetzt sind es 100. Ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Hier bin ich kurz vor 100. Hier gibt es dann 162 mal 10.000 Ehre. Also das ist schon enorm.
Natürlich umso besser, wenn diese Steinbrüche, Minen oder sowas auf den gegnerischen, also auf den Farm-Kacheln liegen, weil dann tut ihr mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja? Ihr tut einmal das hier hochcounten, ihr countet die 20 mal feindlichen Kacheln hoch. Also das wird enorm, was da Punkte generiert werden können in Kriegstagen, in Off. Time. Also wenn ihr keinen Krieg habt, in der Zeit könnt ihr das einen kompletten Tag auch wieder machen. Also ihr könnt jeden Tag eigentlich wie in einem Krieg leben und da Punkte schöffeln. Dann das gleiche hier mit feindliche Ehre-Gebäude 20 Mal angreifen. Das allergleiche, jetzt muss ich wieder da runterfahren, das war natürlich semi da wegzuspringen. Aber doch, warte mal, ich kann es einfacher machen. Yes. Ja, genau. Und zwar könnt ihr auch hier zum Beispiel, ich meine Farm mit dem Gebäude, könnt die Farm angreifen, also das, da ist es egal, welches Gebäude ihr angreift, ihr drückt auf Angriff. Genau, das war das nämlich mit 20 Stamina. Und dann nehmt ihr einfach, und das ist, finde ich, die beste Möglichkeit, ihr nehmt zum Beispiel einen Ritter rein und fahrt hier wirklich runter 344 und schickt die los. Weil dann machen die weniger Schaden am Gebäude und so öfter könnt ihr es angreifen. Wie man hier sieht, 902 von 1000. Immer wieder drauf. Ihr bekommt hier eure Punkte und habt da auch schnell feindliche Gebäude 20 Mal angegriffen. Deswegen brennen die auch gerade so schön. Die sind hier zum Benutzen. Hier müsste Hatti eine sitzen haben. Genau. Da greifen wir dann die hier an. Also ihr seht ja, wie weit ihr mit den Kacheln kommt, immer wenn die anliegen. Es gibt enorm viel Punkte. Mir ist es egal, ob die Gebäude in der Farm brennen. Die sind wirklich nur zum Blocken da und ob die jetzt einen Angriff mehr oder weniger aushalten, da spielt es dann auch keine Rolle mehr. Also das auf jeden Fall ganz wichtig. Zu den Kacheln ganz kurz nochmal eine allgemeine Information. Ich werde auch unten dann später im Video noch eine Anleitung verlinken. Freie Kacheln könnt ihr immer angreifen, wenn eure Loyalität passt. Sonst Finger weg. Belegte Kacheln haben immer einen Verteidigungswert von 500. Da steht hier drunter 500. 500 fragt ihr euch jetzt, ja, wie kann ich den schlagen? Euer Schadenswert in der Legion muss über 500 sein. Dann tut ihr die Kachel one-hitten. Ansonsten ist es einfache Mathematik. Bei 422 sind noch 78 frei. Also muss ich nochmals ein zweites Mal angreifen. Genauso bei gegnerischen Kacheln. Also das sind ja gegnerische Kacheln, beziehungsweise immer belegte Kacheln haben immer einen Verteidigungswert von 500. Das ist ganz wichtig. Habe ich jetzt extra im Schnelldurchlauf gemacht. Anleitung schicke ich nochmal unten ran. Könnt ihr euch auch in der Allianz rumschicken. Ist aber auf Deutsch. Wer das gerne übersetzen möchte, darf sich gerne bei mir melden. So viel zu diesen Tricks. Dann zeige ich euch jetzt nochmal einen allgemeinen Trick. Wenn ihr Geld investiert, dann bekommt ihr zum Beispiel hier solche Ehrenbonus-Buffs, die gehen 30 Minuten und habt dann 100% für ja, Länder einnehmen. Die Ehre geht dann 100% hoch in dem Moment, wenn ihr das tut. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Buff aktiviere, also ihr könnt es auch machen ohne Buff, nur den Buff definitiv vorher aktivieren. Und dann macht ihr nichts anderes, wie ihr sucht so euch einen Spot, wie ich jetzt hier sitze. Und dann macht ihr nichts anderes, wie das Land um euch rum besetzen. Das gibt euch in diesem Fall 10.000 Ehre. Ja, das mal 100% ist schon enorm. Und dann könnt ihr hier außenrum die ganzen Kacheln einnehmen. Ob da was drauf liegt oder nicht, würde halt die Ehre hochpushen. Die Ehre wiederum würde sich dann auf eure Season-Punkte ausschlagen. Ja, hier mit 33.800 aktuell, Sultan hier mit 36 und Markus mit 40. Grüße gehen raus. Sultan will ich noch einholen, hat er mir vorhin gesteckt. da könnt ihr enorm viel Punkte machen. Natürlich hat es einen Mehrwert, wenn ihr auch Kacheln besetzt, wo etwas drauf ist. Weil ihr ja auch immer diese Aufgaben habt mit Belege 100 Minen oder Belege 100 ja, Minen, Steinbrüche, Holzfällerfarm oder alte Farm. Ja. Das wäre das mal, was es da dazu gibt. Natürlich, klar, immer wieder verlassen und einnehmen
spielt immer noch eine Rolle. Also die Kachel verlassen, dann in 30 Minuten wieder drauf. Außer ihr habt dessen Bonus aktiviert. Den Bonus zeige ich euch jetzt auch mal, weil ich glaube, über den haben wir hier noch gar nicht geredet, wie man den überhaupt bekommt. Und zwar, wenn ihr innerhalb der Burg seid, gibt es hier oben die roten Truhen. Und dann gibt es hier eine Empire Investment, nennt sich das. Da bekommt ihr pro Tag, also 7 Stück, diese 30 Minuten Bonis, dann 20 Heilstoff und 10.000 Steine, 7 Mal. Und das unten, was hier steht, habt ihr automatisch 7 Tage lang. Ihr bekommt einmal diesen Reset-Button für, also einmalig in den 7 Tagen. Ihr bekommt extra Landgrenze plus 10 Kacheln, heißt das. Also ihr könnt 10 Kacheln mehr einnehmen, wie normal ihr erspielt habt. Eure Marschgeschwindigkeit bei Landkampf ist 50% schneller. Eure Landaufgabezeit, also eine Kachel zu verlassen, diese 30 Minuten, werden um 10 Minuten reduziert. Gebäudeprivilegien, ja, Wirkstoff zur Behandlungsgrenze plus 300, Produktionsgeschwindigkeit plus 50%, alliierte Lager plus 20% Heilung, Ehrenpunkte-Buff, tägliche Versorgung, das ist nochmal das zusammengefasst, was da oben dann eigentlich ist. Das Ganze kostet 10 €, gell, glaube ich. Ja, ich zahle es in Franken, das ist 10. Okay, Franken, ja, Schweizer für die, Genau. auch wenn man es nicht hört. Genau, dieses Paket finde ich vor allem zu Beginn von Rock extrem praktisch, weil du kriegst beim Kauf, ich glaube, 100.000 von diesen Steinen da rechts, wo du jetzt gerade die 10.000 siehst, Ja. einfach beim Kauf einmalig. Und wenn du noch keine Ressourcen hast und du kannst schon alle deine Gebäude platzieren, kannst du natürlich extrem schnell deine Werkstätten weiterentwickeln und du kommst so einfach von Beginn an schneller voran, schneller höher Genau. gesetzt. Ja. Ich zeige es nochmal, das, was der Thomas gerade gemeint hat. Ihr bekommt 1000 Steine, ihr bekommt 100.000 Verarbeitungssteine für Gebäude, was enorm viel bringt, wie er gerade schon gesagt hat. Und ihr bekommt, glaube ich, ein Geschenk. Ah ne, das ist nur die Aktivierung, genau, das ist das Überpaket, ja, genau. Aber ich glaube, die Allianz bekommt natürlich auch immer was davon, die Allianzgeschenke, die hier immer aufploppen, weil selten kommen die dann, die bekommt ihr dann natürlich auch. Das ist absolut richtig mit diesem. Ich habe es leider ein bisschen spät entdeckt und habe mich dann auch erst spät entschieden, 10 € zu investieren. Die 10 € wollte ich eigentlich noch in Warzone investieren, das mache ich aber auch noch später. Und dann haben wir eigentlich zu Tipps und Tricks nicht mehr so viel zu sagen, meines Erachtens. Oder würde jetzt noch was einfallen spontan? Nee, ich Ja. glaube, das andere ist alles logisch. Also sprich, Kacheln so oft wie möglich besetzt halten, vor allem halt zu Beginn. Das ist auch nicht so tragisch, wenn ihr leere Kacheln besetzt habt. Hauptsache, es gibt schnell viele Ressourcen. Und wenn ihr nicht leere braucht für den Krieg, halt schaut, dass sie möglichst oft besetzt sind, dass die Ressourcen reinkommen. Genau, das heißt, um das nochmal kurz auch dann visuell zu zeigen, gehen wir gerade mal hier hin. Ihr startet ja meistens am AC1 und könnt erstmal Level 1 Kacheln annehmen. Da dann relativ schnell gucken, dass ihr 3er, 4er, 5er, da, also meines Erachtens, das ging bei uns ein bisschen, das ging Gott sei Dank relativ schnell, da habe ich auch gleich am Anfang geholfen. Ich nehme die Kachel ein, verlasse die wieder und gebe die dann jemand anders, der das auch hat, weil die sind wirklich selten. Gerade 4 und 5, meine ich, ist extrem selten oder vor allem 5 in diesem Bereich. Zumindest war es dieses Season so, die dann am besten teilen. Das heißt, markieren für die Allianz, hey, in 30 Minuten kann einer drauf und kann sich sozusagen diesen Aufgaben-Buff holen, damit er die nächsten freischalten kann. Und das immer wieder drauf und runter von den Kacheln. Ihr habt genug Stamina. Am Anfang habt ihr sowieso so viel mehr Stamina wie Kacheln. Verlassen, aufnehmen, verlassen, stellt euch einen Wecker oder timet euch das, verlasst alle, nehmt sie dann wieder frisch ein. Guckt halt, dass ihr von euren Leuten nichts wegnehmt. Das ist sehr wichtig, weil das senkt immer relativ schnell gleich die ganze Moral der Truppe, wenn Kacheln geklaut werden. Da am besten wirklich miteinander reden, kommunizieren, notfalls nachfragen, nicht zu voreilig. Das ist wirklich eins der meisten Probleme, die Allianzen haben. Ich sag's nochmal, ich habe es schon in einem anderen Video gesagt, wichtig, immer wieder aufs Fähnchen, auf Technologie,
und dann auf die einzelnen Funktionen und spendet, 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 spendet. Denn jede Spende, die ihr setzt, könnt ihr im Laden, wenn hier 100.000 erreicht sind, auf Steine kaufen und spendet diese Steine. Wie ihr die spendet, zeige ich euch auch einmal. Auf Gebäude spenden, den Balken nach rechts ziehen, verwenden, erfolgreich gespendet. Diese Spende hilft euch enorm. Ja, ihr bekommt nämlich enorm viel Punkte für das Steinspenden. Ich habe zum Beispiel schon 112.000 Steine gespendet. Das wird runtergebrochen auf durch 0, ne, durch 10, gell? Ja, und dann hast du 11.288 Punkte allein schon, also nur rein von meinen Steinspenden wäre ich jetzt schon über 10.000, also 11.000, ne, werden dann hier automatisch summiert, hier oben in dem Beitragswert. Die werden fast 1 zu 1 übertragen, wie gesagt, 1 zu 10 eigentlich. Ja, ich glaube sogar, irgendwo steht es dran, oder? Ja, das ist da Umwandlungsbeitrag, irgendwo. glaube ich, da Irgendwo steht es, steht's. ja, irgendwo steht es dran, genau. Was hier? Ja, genau, Steinspende, 1 zu 0, ja, genau, das meinte ich, 0,1, genau. So, und dann seid ihr für später, das zeige ich euch auch, Belohnung anzeigen, halt hier, doch, Belohnung anzeigen ist das Richtige, bekommt ihr nämlich hier unten die Ehrenbelohnung für die Allianz ab 10.000 Punkten und die hätte ich schon. Das heißt, wenn wir einen Rang machen, wo wir was bekommen, habe ich das jetzt automatisch schon. Alles drüber ist nur noch ein Mehrwert und Gewinn. Das heißt, wenn ich in den Top 10 bin, bekomme ich hier nochmal was davon. Ja, das sind, bekommen die ersten 10. Und der Allerbeste aus der Allianz bekommt dieses Paket. Natürlich ist da aktuell der Wettstreit bei uns offen. Ja, wie gerade eben schon gezeigt, die ersten drei hier mit Blumenkohl, der aufholen möchte. Ich versuche natürlich alles zu geben, dass es das nicht so ist. Und dass ich auch noch den Thomas oder den Markus schlage. Aber es ist enorm viel Zeit, was man da. Oder ja, enorm viel Zeit. Man muss es gut timen, dann bekommt man das auch in der normalen Zeit unter meines Erachtens. Ja, aktueller Platz sind wir bei halt 21. Wir versuchen aber wieder unter die Top 20 zu kommen, was aber auch eigentlich kein Problem sein sollte. Unsere Season geht jetzt noch. Halt, wo habe ich's? Hier habe ich's. 10 Tage, glaube ich, ne? Eventzentrum und zwar Kampf des Chaos endet in 18 Tagen, geht aber ein bisschen früher zu Ende, wo man Punkte machen kann. Der Rest wird ja dann immer ausgewertet. Genau. Also es ist nicht mehr so lang und dann ist Season 3 rum und dann kommt Eden und dann gibt es auch Videos zu Eden. Ich habe mir viel Theorie angeeignet, wie es dann wirklich sein wird. Seht ihr dann, wenn ich soweit bin. Ich lasse euch ja auch in meinem Fortschritt teilhaben. Ich bin jetzt kurz vor 25. Die Burg ist jetzt schon auf 24, das habe ich letztens noch gesagt. Ja. Gibt es noch sonst was zu sagen, deines Erachtens, zu Rock? Ich glaube, Ich glaube, die. das wäre es gewesen. Ich glaube, Ja. Grundlagen sind klar, oder? Ja. Vielleicht für Ja. Anfänger noch. Du hast vorhin gerade komplett die ganzen Steine gespendet aus dem Rucksack. Wenn man Rock beginnt, schaut, dass er so zwischen 3, 4, 5.000 Steine immer im Rucksack hat, Sehr damit ihr gut. halt auch die Gebäude platzieren könnt. Nicht immer Sehr gleich gut. alles spenden, sonst geht es nicht voran. Absolut richtig, ja. Also Thomas hat da absolut recht. Das habe ich, das hätte ich jetzt fast vergessen. Das wäre vielleicht so etwas, was man aussagen sollte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, und ganz wichtig für alle, die jetzt Season 1 hinter sich haben oder Season 2, fangt an täglich zu spenden und holt euch die Steine und behaltet sie bis zu dem ersten Tag von Rock. Nicht vorher, ganz, ganz wichtig, weil sonst bekommt ihr nicht diese Punkte dazugezählt zu eurer Wertung, sondern die Allianz hat die Steine und kann zwar damit was anfangen, das hat einen Mehrwert, ja, aber nicht für euch. Und ob die Allianz jetzt ein paar Genau. Tage später die Steine bekommt oder nicht, hat für die Allianz keinen Mehrwert, weil sie kann vorher mit den Steinen nichts machen. Das heißt, Steine aufheben, um die Gebäude zu stellen, wie Thomas gerade schon gesagt hat, und dann das, was übrig bleibt, also wenn ihr alles gestellt habt, in dem Fall für Sturmburgen etc. Oder die Sturmburgen sind gar nicht so wichtig, das kann man auch noch später machen, die zu stellen. Da kann man ja auch sich Steine erarbeiten, aber in diesem Fall aufbewahren zum Bauen und dann den Rest geben, voll all in und dann habt ihr auch eure Punkte. Ich glaube,
Beim Dirty war es so, der enorm viel Steine hatte am Anfang des Events. Ich glaube, der hat gleich mit 30.000 oder sowas angefangen. Das war natürlich gleich mal für uns alle so, oh, ich muss jetzt gerade mal gucken, wo Dirty ist. Ich glaube, Tag 17 oder so. 17? Ah, die Bild. Achso, ja, klar, wenn wir die Bilder geändert. Ich habe jetzt nach einem blauen 15. Bild geguckt. Ja, also 73.000 ist jetzt gerade gut, da habe ich jetzt mehr, aber er hat gleich mit 30.000 losgelegt und hat natürlich dementsprechend gleich mal Punkte gehabt. Was noch wichtig ist, euer eigentlicher Einflusswert in der Rangliste. Ich bin jetzt aktuell bei 68, das heißt, ich bin außerhalb der Top 50. Wenn ihr innerhalb dieser Liste seid, bekommt ihr auch einen Multiplikator für euren Mal auf Einflusswert. Platz 23, glaube ich. 22, 23. Ja, 22. top. Suldi bekommt für alles, was er tut, eine 1,8er Multiplikation. Ich bin neidisch. Das ist mein Ziel, in die Top 50 zu kommen, um diesen Wert noch auf jeden Fall mitzunehmen. Das schaffe ich jetzt eigentlich auch Stück für Stück. Ich muss noch ein paar Kacheln legen, muss noch ein paar Kacheln hochleveln. Es könnte noch klappen. Ich habe jetzt innerhalb von 2 Tagen 40 Plätze gemacht. Ich war bei 108. Ich denke, dass das noch klappt. Ja. Ja, kriegst du hin. Sonst holst du bei mir noch ein paar 13er. Genau. Also, das wäre es von uns. Ich hoffe, dass der Thomas beim nächsten Video vielleicht auch wieder dabei ist, wenn es was gibt. Das ist jetzt das Update zu Reign of Chaos allgemein, Season 1 bis Season 3. Ja. Doch, eine Sache, glaube ich, Thomas, was noch ganz interessant gewesen wäre. Nach unserem letzten Krieg ist es uns enorm aufgefallen. Als R4 könnt ihr auch Garnisonen platzieren. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen langen Weg macht. Übrigens, der lange Weg, für die, wo noch nicht wissen, was da damit gemeint ist, darauf lege ich ja enorm viel Wert, dass der perfektioniert wird und gemacht wird, werde ich nochmal unten 2 Anleitungen verlinken. Eine auf Englisch, nee, doch beide auf Deutsch und beide auf Englisch, um einen schnellen Weg zu den ACs zu legen. Ihr könnt, wenn das euch passiert und es legt jemand, könnt ihr die auch blocken mit Garnisonen, wo sie nicht so einfach drumherum kommen, da die ja eine 5000er Verteidigung haben. Wenn da noch zusätzlich Einheiten drin sind, ist es wie ein kleines AC. Es gibt zwar keine Punkte, die zu zerstören, aber die können die Gegner aufhalten und kosten. Ich weiß gar nicht, was die Ta Platzierung tausend kosten. Steine, Mann. Ich glaube, tausend Steine. Waren es 1000? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Kann man das so auf die Schnelle nachgucken? Geht so, geh mal raus. Dann kannst du gleich bauen. Unten rechts. Ach, bauen war es, genau. Legionsfestung, so rum war es. Die kostet 1000 Und Steine, noch. ja. Die könnt ihr jetzt Genau. hierhin platzieren. Und die würde dann halt 3x3 Kacheln blocken, ja. Also da kommt so schnell keiner durch. Das kann man auch nicht mit einem Drachen weghauen oder sowas. Also das zum Blocken nehmen, finde ich sehr geil, um ehrlich zu sein. Hatten wir jetzt das erste Mal und das hat uns gut beschäftigt, würde ich jetzt mal sagen. Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Hat ganz schön genervt. Ja, also definitiv empfehlenswert. Auch gerne mehrere hintereinander. Wir hatten zwei und hatten zu kämpfen. Also, das auf jeden Fall enorm wichtig. Und dann wäre es das jetzt von meiner Seite. Dann sage ich mal Tschüss Tschüss. und viel Spaß beim Anschauen. Und bitte kommentieren, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen oder noch was ergänzt werden sollte. Ich füge es auch immer gerne in den nächsten Videos dann hinzu. Tschüss!